Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, das da hinten trifft eigentlich nicht so richtig zu. Das ist nämlich kein Unboxing-Video, sondern wie ihr es wahrscheinlich in der Überschrift gelesen habt, geht es heute um ein Tauschpaket. Und zwar ist es mein erstes Tauschpaket, was ich hier überhaupt mache. Ich habe noch nie ein Tauschpaket gemacht. Und zwar habe ich das Tauschpaket zusammen mit der Mary Lisa gemacht. Und ihr Kanal verlinke ich unten in der Infobox. Da könnt ihr nämlich das Video sehen, wie sie mein Tauschpaket empfängt bzw. auspackt. Und ich bin so aufgeregt. Ich will gar nicht so viel quatschen, sondern endlich dieses große Paket aufmachen, um zu sehen, was da drin ist. Zu meinem Make-up. Das Video kommt jetzt leider etwas später online. Beziehungsweise das Video jetzt. Das andere hatte ich schon gesehen. Und zwar ist das mein The Dark Side Miss Bella Look, was ich geschminkt habe. Und da ich heute frei habe, drehe ich einfach mehrere Videos auf einmal. Ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht so viel quatschen. Ich will dieses Paket einfach jetzt endlich aufmachen. Ich habe auch schon ein Messer in der Hand, das Paket. Und werde das jetzt einfach mal aufmachen. Ich bin ein wenig verschnupft, deswegen muss ich meine Nase so oft hochziehen. Ich bin so gespannt. Okay, ich sehe schon mal viel Papier. So, seht ihr das? Dum, 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 dum. Oh, wie süß ist das denn? Schaut euch das mal an. Ich zeig's euch mal. Da ist ein kleines Päckchen drin. Ich hab schon gedacht, was? So groß? Also da ist so... Oh, das ist voll schwer. Da ist da so ein Päckchen drin. Das ist so süß. Das sieht mega süß aus. So, ich werde das Paket jetzt aufmachen. Oh, die Schleife ist so schön gemacht. Ich traue mich gar nicht, sie aufzumachen. Das ist echt voll süß. So. Die Farbe ist auf jeden Fall sehr schön. Die Brust ist voll. Oh, da drin ist auch alles pink. Die sind alle nummeriert. Das habe ich nämlich auch gemacht. Und ich würde jetzt erstmal die Nummer 1 mal hier raussuchen. Und zwar ist das die Nummer 1. Ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Ich werde es jetzt einfach aufmachen. Ich will euch nicht alle so auf die Folter spannen. Und vor allem nicht mich selber. Ich finde es immer so schade, Geschenke aufzumachen, wenn man weiß, dass der andere sich so viel Mühe gegeben hat und das so toll alles eingepackt hat. Es ist ein Lipgloss von Trend It Up High Shine. Das heißt, es ist nicht matt, es ist glossy. Die Farbe ist auf jeden Fall schon mal sehr krass, sehr dunkel. Ich bin gespannt, ob die Farbe mir steht. Vielen Dank. Kommen wir jetzt zu Nummer 2. Aber eine Vermutung, was da drin ist. Yeah, ein neuer Beauty Blender. Genau denselben habe ich auch. Top. Brauche ich auf jeden Fall. So, Nummer 3. Was könnte denn da drin sein? War sehr gut verpackt hier alles. Der passende Nagellack zu dem Lipgloss. Ja, ich habe zwar Gelnägel, aber das ist auch nicht schlimm. Die kann ich ja trotzdem lackieren. Auf jeden Fall ist die Farbe sehr schön. Mann, ist das gut verpackt hier alles. Ein Prime. Ich kann nicht mehr lesen. Das ist ein Prime Spray. Ich bin sehr gespannt. Das ist von Essence. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal ausprobiert habt oder ob ihr das schon kennt. Ich benutze sowas gar nicht. Ich habe kein Finish Spray. Ich benutze auch keinen Primer oder so. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Bei welchem war ich denn? Bei Nummer 4. Jetzt bin ich bei Nummer 5. Und zwar ist das hier drin. Beziehungsweise das ist die Nummer 5. Ich weiß noch nicht, was da drin ist. Wie gesagt, das ist mein erstes Tauschpaket. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was auf mich zukommt. Oh, ich glaube, das habe ich auch. Ja, das besitze ich nämlich selber auch schon. Das finde ich sehr cool. Und ja, das ist echt, das ist mein absolut Lieblings Bronzepuder. Das benutze ich im Sommer und im Winter. Ich benutze das als Rouge oder auch mal zum Konturieren. Ist echt sehr, sehr gut. Vielen Dank. Und dann kommen wir zu Nummer 6. Oh, ein Concealer von Catrice. Und zwar ist das das Liquid Camouflage. Ich
Ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass ich das jetzt gekriegt habe. Ich habe das nämlich schon bei einigen gesehen und wollte das auch selber mal testen. Und jetzt kann ich das auch testen. Und ja, das ist waterproof und ich, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Vielen Dank, Mary. So, das letzte Päckchen und danach erwartet mich ein Brief. So sieht das letzte Päckchen aus und ich habe eine Vermutung, was da drin ist. Also nicht genau, aber ich vermute, dass da was drin ist. Und zwar, das jetzt mal auspacke, ist auf jeden Fall nicht mehr. Ist das eine Palette? Yeah! Und zwar die I Flirt Palette von Essence. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ich muss sie auf jeden Fall unbedingt mal aufmachen. Sieht auf jeden Fall mega cool aus. Wie gesagt, auch sehr schwer. Boah, die Farben sind auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wie gesagt, da freue ich mich sehr drauf, mich mit der Palette zu schminken. Vielen lieben Dank. So, und dann kommen wir jetzt zum letzten. Da ist ein Brief drin. Schauen wir mal, was da drin steht. So sieht das aus. Mein Brief. Und da lesen wir auch gerade mal, was da drin steht. Liebe Annie, da wir jetzt Herbst haben, habe ich für dich eine Aufgabe. Schmink dich bitte den Herbstlook, den ich am 26.09. hochgeladen habe. Ich hoffe, du hast Spaß daran und kannst die Produkte noch weiter gebrauchen. Liebe Grüße, Mary. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Aufgabe, die sie mir da gestellt hat. Natürlich hatte ich auch eine Aufgabe für sie und wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr einfach unten in den Kommentaren auf den Link von Mary gehen, beziehungsweise auf den Link, den ich euch da dazugefügt habe und dann könnt ihr sehen, welche Aufgabe ich für sie hatte und welche Produkte natürlich ich für sie eingepackt habe und ja, das ist eine sehr coole Aufgabe und ich freue mich sehr drauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne diesen einen Daumen nach oben geben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!